So Leute, willkommen zurück zum Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD für die Wii U mit mir, dem Cloud von Delivery LP. In der letzten Folge haben wir endlich den Sephir-Tempel bewältigt, nachdem wir da zigtausend Mal davor standen und ich keinen Plan hatte, wie ich da reinkomme. Habe ich dann gereiht, dass ich diese Steinstatue mit dem Stahlhammer zerschmettern kann, was ich dann auch gemacht habe. Und jetzt begeben wir uns mal, wohin begeben wir uns? Wir gucken mal. Ich weiß, was sie machen. Denn ich habe beschlossen, dass ich kein 100% Run versuchen werde. Einfach weil ich sowieso irgendwas vergessen werde. Ich werde jetzt darauf hinausgehen, dass ich die Triforce-Teile sammle. Und ich hoffe, dass ich die schnell finde. Ich werde jetzt erstmal das hier oben ganz oben links holen. Oder gucken, ob ich das finden kann. Ich weiß allerdings noch nicht, wie ich da dran komme. Weil ich meine, ich weiß sogar, welche Insel das war. Zwischenzeitlich werden wir uns noch die restlichen Seekartenfragmente holen. Das machen wir mal so zwischendurch, würde ich sagen. Und ich würde sagen, das ist für die nächsten Folgen ein guter Plan. Denn ich möchte jetzt das Spiel ehrlich gesagt langsam beenden. Das Let's Play. Das hat den Grund, dass ich bereits ein Nachfolgeprojekt gestartet, aber geplant habe für Zelda. Was ich pünktlich zum Release bringen möchte, denn es wird ein neues Spiel sein. Und ich freue mich schon sehr drauf. Und wie gesagt, ich möchte es dann pünktlich zum Release starten und mich dann dementsprechend auch dem widmen. Deswegen kann es durchaus in der nächsten Zeit dann mehr Zelda-Folgen kommen, damit das auch bis dahin Ende ist. Zumindest will ich es bis dahin durchhaben und komplett online haben. Und ja, dann habe ich noch was anderes zu sagen, und zwar zu den letzten Tagen bei Delivery LP. Es kam leider letztens öfter vor, gerade in den letzten Tagen, dass Folgen entweder gar nicht oder verspätet kamen oder an einem völlig anderen Tag. Des Robin und ich können uns das auch nicht erklären, so wirklich. Es mag daran liegen, dass wir zurzeit einfach auch privat viel um die Ohren haben, beide. Ich versuche mich zu bessern. Und ich denke, Deathrock auch. Ich habe gerade schon gesehen, dass der wir haben jetzt gerade samstags schon eine neue Dungeon Siege-Folge und eine neue Fable-Folge online hat. Wobei man beim Deathrock dazu sagen muss, dass er zurzeit ziemlich Probleme hat mit dem Rendern. Deswegen, denke ich mal, versucht er deswegen jetzt ein bisschen vorzuarbeiten, sag ich mal. Und ja, ich glaube, mehr gibt es erstmal nicht dazu zu sagen. Wie gesagt, es tut mir leid, dass die Folgen in letzter Zeit nicht pünktlich kamen oder teilweise gar nicht, wie die Chrono Trigger jetzt in den letzten Tagen. Ich habe mir überlegt, Montag, mache ich eine Chrono Trigger Session. Ich brauche Chrono Trigger erst dienstags wieder. Und am Mittwoch will ich dann versuchen, so ein paar Stunden Zelda aufzunehmen, damit ich auch weiterkomme. Und ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier weiterkomme. Leider habe ich noch keinen Plan, wie das funktionieren könnte. Ja, ich glaube, ich möchte erstmal die Schiffe wegbomben. Die stören mich gerade so ein bisschen. Ich glaube, das mache ich mal eben schnell. Eigentlich wollte ich nicht mit dir reden. Ich wollte eigentlich nur einsteigen. Treffen. Na komm. Und Nummer 3. So, ich höre schon wieder irgendwo einen Hai. Mir auch nicht gefällt. Oder es fing dem. Hat er dieselben Sounds dann? So, da gibt es noch ein paar Rubine, die brauchen wir jetzt aber auch nicht mehr eigentlich. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen. Ich habe leider keinen Plan. Aber ich gehe davon aus, dass hier das Teil für den Triforce ist.
Frage. Fehlen mir eigentlich noch Items großartig? Eins noch. Was ist denn das für ein Teil? Ach, ich ahne, es wird die Fotokamera sein, die es dann noch gibt. Stimmt. Die habe ich mir gar nicht geholt, den ganzen Let's Play. Ja, mal sehen, ob ich das auch noch irgendwo zwischenschiebe. Damit wir mal so ein Abschiedsfoto machen können vielleicht oder so. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir... Ups, Entschuldigung, da habe ich einen kleinen Schluck auf gehabt. Jetzt fange ich auch schon wie Death Rock mit dem Schluck auf in jeder Folge. Also mit den einzigen Hixer. So, jetzt können wir mal in Ruhe gucken. Ohne, dass wir hier die ganze Zeit, das Problem haben, dass wir fast abgeknallt werden. Wie kommt man denn da hoch? Musst du bestimmt da hoch. Da ist der Mond. Ja, leider habe ich nicht so wirklich einen Plan, was wir hier tun müssen. Wisst ihr was? Wir lesen uns mal durch, was der Fisch zu diesem Ort hier gesagt hat. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Jungchen, schon mal was vom goldenen Dreifuß gehört? War wohl irgendein Piratenkippen oder was weiß ich. Jedenfalls soll sein Schatz hier auf dieser Insel versteckt sein. Aber die Türme ragen hier so steil herauf, da kann man unmöglich raufklettern. Schon eine Idee, wie du da raufkommen willst, Jungchen? Okay, wir können es unmöglich erklettern. Sagt er uns schon so. Dann muss ich das anscheinend irgendwie anders machen. Allerdings habe ich keinen Plan, wie. Sind hier irgendwo Wirbelstürme oder so? In der Richtung? Ja, nicht, ne? Das war wohl ein Satz mit X. Okay, uns fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehe ich das richtig? Eins haben wir schon, das von Präludien. Okay. Wie war der noch? Moment. So war das. Okay. Und das war der falsche Song. Der hier stimmt aber. Mein Gott, dass ich die Songs nicht in die Birne kriege. Dass die beiden immer vertauscht. Genau die beiden immer. So, dann werden wir mal was anderes versuchen. Wir reisen mal nach Tantopia. Und versuchen es dann erst mit dem anderen Triforce-Teil. Weil irgendwo müssen wir ja anfangen, sag ich mal so. Leider habe ich natürlich keine Peilung, wo wir anfangen sollten. Oder wie oder warum. So, wo müssen wir jetzt genau hin? Gucken wir mal auf die Karte. Einmal nordöstlich. Dann müssen wir eine Kehrtwende machen hier quasi. Die Richtung. Ja, ungefähr. Noch ein Stück. So, jetzt stimmt's. Das dürfte die Insel da vorne sein. Die schauen wir uns mal an. Also davon gehe ich jetzt zumindest mal schwer aus, dass hier das ist. So, und jetzt müsste auch langsam wieder die Sonne gleich aufgehen. Wenn ich das richtig verstehe. Diese Uhr da unten. habe ich das richtig in Erinnerung hier? Moment, war es das, was ich jetzt denke? Was steht auf dem Schild? Zum Dornarm Feenkordial von hier aus nach Norden. Hier ist noch ein Feenkordial. Waren wir da schon? Und die Frage ist, was haben wir da gekriegt?
Okay, jetzt machen wir erstmal was ganz anderes. Was wir noch gar nicht, ich hoffe, das funktioniert, wie ich das in Erinnerung habe. Denn wir haben ja noch diese komische Frucht. Und damit können wir dann so ein bisschen die Möwe steuern. Wir müssen diese Teile da einsammeln, weil es ist. Nee. Sind wir auch noch angegriffen? Ich weiß gar nicht, ob wir endlos hier fliegen können. Und ich weiß auch gar nicht, wie wir da treffen können. Ganz ehrlich. Und das sind mehrere, die wir machen müssen. Wie ihr seht. Viele. Wir müssen dafür jetzt nicht extra nochmal zu einem Terry-Händler. Ah, geh weg, du Drecksvieh. Geh weg von mir, geh weg von mir. Da habe ich noch einen Lichtstrahl gesehen, den müssen wir uns noch merken, dass hier hinter der Insel noch einer ist. Alter! Die haben noch Lack gesoffen, die Viecher. Ah, einen haben wir. Wir müssen also ganz schön genau gegenfliegen. Ich versuche mal den Controller ein bisschen weiter vom Mikro zu halten, weil ich hier die ganze Zeit Button mashe. So, zwei haben wir. Ich hoffe, das war keine besondere Reihenfolge, die wir einhalten müssen. Drei. Vier. Ja, da fehlt uns noch wahrscheinlich der in der Mitte. Ja, wir müssen nochmal kreisen und aufpassen, dass uns die blöden Viecher nicht erwischen. Weil ich glaube, dann ist es vorbei, wir müssen nochmal neu anfangen damit. Ach, jetzt macht es sich nicht bezahlt, dass ich nie gerne Dogfighter Games gespielt habe. Geht weg von mir, ihr dreckigen Kackviecher. Na, ich hab das doch berührt. Mann! Verdammt! Zum Glück sind die Viecher anscheinend nicht besonders schnell. Oh, das gibt es doch nicht. Jetzt aber. So, jetzt versuche ich nochmal. Ich hoffe, die anderen sind auch noch an. Ich habe nicht wirklich ein Zeitlimit für. Haben wir jetzt alle? Ich fliege am besten nochmal ein bisschen hoch. Um zu gucken, ob, ob da noch irgendwo einer ist, den ich noch nicht betätigt habe. Also die vier habe ich. Und da oben ist auch noch einer. Okay. Und drauf. Puh, wir haben es geschafft, Leute. Dann können wir jetzt nämlich da reinstürmen. Und mal gucken, was wir da drin so finden können. Ja. Und wonach sieht das nur aus? Soll das Zeichen für den Wind symbolisieren? Dieses Muster soll den Wind symbolisieren. Oh, wie unabgetauschen. Natürlich mache ich es falsch rum. Ja, Wind Waker, als ich das gespielt habe, ist ein paar Tage her. Man merkt es vielleicht, wenn ich sogar die einfachsten Sachen hier verhaspel. Und wir kriegen eine Kiste. Oder auch nicht. Oder nichts raus, ich weiß es nicht. Eine Kiste. Na gut, eine Kiste. Was finden wir denn hier Schönes? Du hast eine Triforce-Karte gefunden. Leider ist sie verschlüsselt und du musst sie erst von jemandem entschlüsseln lassen, um sie lesen zu können. Na, no. Aber wir kennen da ja so einen, der das so zufälligerweise kann. Der Typ, der hört auf den Namen Tingle. Ja. Also ich glaube, es war Tingle.
Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber es müsste Tingle sein. Gut, da haben wir in der Folge zumindest noch etwas geschafft. Ist ja auch schon mal viel, 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 viel wert. So, und dann habe ich vorhin gesehen, dass da hinter der Insel noch ein Lichtstrahl war. Den können wir uns auch mal genauer ansehen. Da ist er. Da ist er, den will ich mir holen. Natürlich. Okay, da wäre er gewesen. Bin jetzt auch vorbeigefahren. Versehentlich. Wäre auch schön, wenn der wieder sichtbar werden würde. Also, da ist er. Okay, wir fahren jetzt geradewegs drauf zu. Das wollte ich eigentlich genau nicht. Versuchen wir hier zu bergen und wir haben es gefunden. Schön. Mal sehen, was wir da drin finden können. Einen silbernen Rubin hatten wir noch nie in diesem Spiel, glaube ich. Du hast einen silbernen Rubin gefunden. Er ist so viel wert wie 200 grüne Rubine. Mehr Glück kann man die kaum wieder fahren. Oh, schön. Damit haben wir wieder ein bisschen Knete am Start. So, weil ich schnell weitermachen möchte, gucken wir mal. Wir können noch zwei nach Westen. Das ist doch schnell gemacht eigentlich. Da schauen wir mal nach, würde ich sagen. Ist ja jetzt nicht so weit, da können wir auch eben hin segeln. Ich glaube, ich weiß sogar, welche Insel das war und ich hoffe, ich kann da jetzt auch was machen, was ordentliches. Ansonsten habe ich ein Problem. Und ich muss mir was einfallen lassen für die Insel ganz im Nordosten. Die, wo wir am Anfang waren, wo wir nicht hochklettern können, die hohen Türme. Weil da müssen wir auch nochmal rein. Allerdings habe ich keinen Plan. Wie? Also habe ich wirklich nicht. Also darauf verzichten wir jetzt mal auf das Bergen. Ja, wir sind auch jetzt schon da. Ja, ist genau die Insel, wo ich dachte, dass dies ist. Ich denke mal, wir müssen in das Haus rein irgendwie. Leider habe ich noch keinen Plan so recht wie. War der Captain schon immer da? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach absolut nicht. Also ich weiß es zumindest gerade nicht. Ich werde ihn mal anlabern. Einfach so aus Jux und Dollerei. Port Splits! Eine Möwe, zwei Möwen! So viele Möwen! 3, 4, 5, 6, 7, 8! Aha. Nehme mir seinen schmutzigen Finger von meiner Klinke, der unverfrorene Lümmel. Dieses Anwesen darf nur meine ehrenwerte Herren betreten. Hinfort mit ihnen, er ist nicht willkommen. Mit Hilfe von YXOR in den Stände einsetzen. Nur ein kleiner Angriff für dich, aber eine große Freude für die ganze Stadt. Frei für die Gesellschaft für Glück und Frohsinn. Was haben wir denn, was wir da einsetzen könnten? Glück und Frohsinn. Nichts passiert. Leider kein Plan. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir irgendwas mit den Dingern machen müssen. Leider habe ich keinen Plan, was. Also ich wirklich nicht, das ist das Traurige. Vielleicht irgendwie mit den Enterhaken drauf schießen oder so. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, muss ich sagen. Sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Müssen aber nicht einfach die blöden Eimer reinstellen, oder?
bisschen zu banal irgendwie. Nee. Sieht nicht danach aus. Was könnte man vielleicht noch da reinstellen? Wenn man leider kein... Kann ich da bomben? Kann ich den einfach wegbomben? Das wäre natürlich am einfachsten. Und ablegen. Ich habe den Eimer weggebombt. Okay. Ich habe ehrlich keine Ahnung, leider. Ich wünschte, ich hätte diese. Was? Ach, da oben war nur die Truhe, ne? Ja. Sonst war da, glaube ich, auch nichts. Ja. Wir müssen hier irgendwas machen. Ich weiß nur leider nicht, was. Wer ist denn der ehrenwerte Herr? Darf nur mein Herrin. War da nicht diese, Ach, das Thema war ja schon mit der Lehrerin im Portemonnaie, oder? Okay, wir haben ein neues Ziel. Das werden wir dann nochmal versuchen. Und du laber mich jetzt nicht wieder an, bitte. Ich meine, immerhin haben wir in dieser Folge schon mal eine von den wichtigen Seekarten gefunden. Also von den Triforce-Karten. Zumindest eine schon mal. Das ist ja schon mal ein Anfang, muss ich sagen. So, wir gehen an Land und erkunden die Insel nochmal. Nee, das wollte ich eigentlich nicht tun. Absteigen wollte ich, genau. So, dann schauen wir uns hier nochmal um, ob wir hier irgendwas finden können. Die Frage ist, wo suchen wir? Ich gehe mal alle Häuser ab eben. Ob da irgendwo eine Frau ist. Die Herrin sein könnte. Er wohl eher nicht. Aber irgendwo müssen wir ja was finden, also von daher. Was haben wir hier? Was haben wir denn hier Schönes? Die hat auf jeden Fall schon mal solche Dinger hier. Dann. Kann ich etwas für dich tun? Erzähl mir was. Man sieht es vielleicht nicht an, sofort an. Aber ich bin eine Lehrerin. Gut 20 Jahre wird es jetzt schon her sein, dass ich hier in Portemonnaie meine Schule eröffnet habe. Ich bringe den Kindern bei, was wahres Glück ist. Nur eins bedrückt mich. Es gibt da diese vier freche Viererbande, die hängen immer irgendwelche Streiche aus und hören nie auf das, was ich sage. Ich warte hier den ganzen lieben langen Tag auf sie, aber sie lassen sich hier einfach nicht blicken. Du weißt nicht, du fühlst sie gut und wirst dir mal ihren Anführer Ivan auf ein Wörtchen zur Brust nehmen. Kannst du das für mich tun? Na klar. Oh, du bist aber ein lieber Junge. Aber sei auf du, es ist nicht so leicht, mit diesen Frechdachsen fertig zu werden. Naja, ihr seid ja alle Kinder. Da werdet ihr euch schon irgendwie verstehen. Viel Erfolg. Okay, wir müssen Ivan finden. Die Frage ist, ist er auf Portemonnaie? Bestimmt. Der wird auf Portemonnaie sein. Kinder segeln nicht einfach so umher, also. Jetzt haben wir bestimmt auch irgendwie ein Event getriggert. Wodurch... Er jetzt irgendwo rumrennt. Ja, er sieht nicht wie ein Kind aus eigentlich. Eigentlich habe ich ja keine Hobbys, aber der Nachthimmel hat es mir einfach irgendwie angetan. Falls du also etwas dabei hast, womit du weit in die Ferne blicken kannst, dann lass dir auf keinen Fall den Anblick des Mondes entgehen. Den Anblick des Mondes? Komm, so viel Zeit muss sein. Wenn ich mal Items auswählen könnte. Nee, ich kann... Wieso kann ich jetzt schon wieder... Also manchmal... Ah, jetzt geht's wieder. Gut. Manchmal, keine Ahnung, warum das dann einfach nicht funktioniert richtig.
Wir zoomen einmal ran in den Mond. Gucken, ob wir irgendwas Tolles sehen können. Der Mond ist sichelförmig. Ja gut, mehr ist da auch nicht. Dann suchen wir weiter nach den Kindern. Sind die vielleicht in dem Bombenladen? Können wir da jetzt von vorne rein oder müssen wir hier hinten lang klettern? Ne, wir können vorne rein, gut. Das spart uns viel Zeit. Aber das sieht nicht so aus, als wären die Kinder. Jetzt die Frage, sind die nachts überhaupt draußen? Das ist die andere Frage gerade. Vor allem auch die viel bessere Frage. Aber wir können ja mal eben einen Tag herzaubern. Wir haben ja die kleine Tag- und Nachtmusik rechts, links, unten. Dann machen wir uns das einmal wieder ein bisschen hell hier. So, dann können wir jetzt vielleicht mal besser nach Ivan suchen. Aber ich glaube, da tut sich auch nicht so viel. Was haben wir denn hier jetzt? Nochmal. War das der Ort, wo Tingle gefangen war? Ja, das sieht später noch aus. Und sonst ist hier auch offenbar nichts. Gut, dann verschwinden wir wieder. Denn hier ist nichts. Also ich möchte das jetzt noch gerne schaffen in dieser Folge, dass ich Ivan finde. Wer bist du? Nö, ja, ja, okay. Das übliche Geschwafel von den... Hey du, sag mal, du suchst nicht zufällig eine Fotobox? Hey, in dieser Stadt geht nichts vor, was die ganzen kleinen Sträuchchen nicht wissen. Boss, mir hat mal mein Vater darüber erzählt. Vor langer Zeit gab es mal einen Dieb, der hat eine Fotobox geklaut und wurde dafür ewig lang im Knast eingebuchtet. Irgendwann kam er dann wieder raus, aber die gestohlene Box wurde nie gefunden. Mann, das wäre was, wenn die immer noch irgendwo im Knast versteckt ist. Nicht doch, das kann doch nicht gar nicht sein. Okay. Ah, jetzt ich die aus dem halt die Klappe. Gut, dann müssen wir da wohl doch nochmal in den Knast und da noch suchen. Verfolgen die mich jetzt? Ich dachte schon. Dann gehen wir nochmal in den Knast und gucken. Weil ich denke mal, es ist von Tingle die Rede. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwie was finden können. Moment. So, greifen und. Wir hatten hier auf. Hier waren wir ja letztens schon mal. War ja ziemlich ätzend. Hier waren wir, glaube ich, letztens mal schon mal drin. Aber anscheinend haben wir nicht die Fotobox gefunden. Ah, ja, genau das meinte ich nämlich. Ich erinnere mich wieder. Und dann fällt man einfach ins Wasser. Ah, Mist. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ja, hier bitte. Moment, Moment. Wie zum Beispiel, dass du Immanuel Kock fast pünktlich machst, wenn du ihm eine Fotobox bringst, so glücklich, dass sie dir seine Galerie zeigt. Okay. Also, wenn wir die Fotobox finden, dann können wir aber... Anscheinend ist das die Galerie auf dieser einen Insel, dass wir dann da rein können. Es klingt zumindest irgendwie danach. Ob es jetzt letztendlich so ist, das ist natürlich eine andere Kiste. Nicht die, die ich jetzt gerade wegziehe, aber ihr wisst, was ich meine. Und der war schlecht, ich bin mir dessen durchaus bewusst. Ich habe leider auch keinen Plan, wo wir lang müssen. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich glaube, hier den richtigen Weg zu finden, ist auch wirklich eher eine Zufallssache. Das glaube ich wirklich. Da ist hier eine Falltür, da gehe ich jetzt mal nicht lang, weil da ist wieder eine Ratte, die mich dann ins Wasser schmeißt, eiskalt. Ne, ich gehe geradeaus.
5 Rubine. Aha. Bingo. Dass wir das in dieser Folge tatsächlich noch schaffen, hätte ich ehrlich nie gedacht. Gut, ich habe jetzt ein paar Sekunden überzogen. Mein Gott. Du hast die Fotobox gefunden. Benutze. Ja. Ist gut. So, dann werden wir uns jetzt mal. Okay, wir gehen auf jeden Fall noch zu der Lehrerin. Das möchte ich jetzt in dieser Folge gerne noch machen. Wahrscheinlich werde ich sowieso den falschen Weg gehen. Und von der Ratte erwischt werden. Aber das ist ja auch nicht tragisch. Wir haben. Ich mache das jetzt einfach absichtlich. Ha, dann bin ich doch. Dann musst du nicht erstmal hier raussuchen. Also den Weg rausfinden. Das macht doch durchaus Sinn, oder? Ich meine doch. So, dann begeben wir uns mal ganz schnell. Ah, jetzt wird die wieder angelabert. Dann gehen wir jetzt mal ganz fix zur Lehrerin. Ich glaube, hier oben ist kürzer. Jetzt die Frage, müssen wir mit den Strolchen reden oder mit der Lehrerin? Ich glaube, wir versuchen es erstmal mit den Strolchen. Weil den sollten wir uns ja vorknüpfen. Bist du alleine? Hier, du ganz allein, bist du nicht einsam? Was machst du hier? Okay, die erzählen jetzt nur so einen Mist. Das hier ist die Schule. Seht ihr, da haben wir die Fotobox. Die rüsten wir mal aus. Dann machen wir mal ein Foto von der. Nein, eigentlich nicht. Was müssen wir denn fotografieren? Ist die Frage. Das ist die große Frage. Was schön ist, dann kann ich jetzt zunächst auch Thumbnails selbst fotografieren hier. Ey, Kiddies. Ja, man kann ja auch noch Selfies machen, quasi. Ja. Warum stehst du hier allein rum? Ist es etwa deine Vorstellung von Spaß? Nein. Sag mal, du kommst doch vom Land, oder? Bei den Klamotten, die du trägst. Ich bin der Zeit, der Träger sagt. Yippie! Sag mal, du da. Passt die vielleicht, weiß nicht, was. Willst du dich mit uns anlegen? Mit uns, den ganz kleinen Sträuchen? Gib's zu, du wurdest doch eh nur von dieser aufgetanen allen, will sagen, von Frau Lehrerin Marie geschickt, um uns zu ermahnen, oder? Von wegen. Wir sollen nicht mehr in die Schule schwänzen und nicht mehr zu spät kommen. Hahaha. Wir sind ganz kleine Sträuche, verstehst du? Da werden wir doch nicht auf solch pädagogisches Geschwätz hören. Aber weißt du, wenn du uns zu einem kleinen Wettkampf herausfordern wirst, könnte man ja vielleicht drüber reden. Na, interessiert? Ich fordere euch heraus. Das will ich in dieser Folge noch gern schaffen. Die Regeln sind denkbar einfach. Wir verstecken uns irgendwo. Wenn du uns findest, dann laufen wir vor dir weg. Naja, ach nein. Aber keine Angst, wir werden uns weder in Häusern verstecken noch die Insel verlassen. Also suche einfach gewissenhaft und schau genau, dann findest du uns auch. Wenn es dir gelingt, uns alle vier zu schnappen, dann hast du gewonnen, alles klar? Dann los. Versteckt euch. So, das hasse ich ja. Ich habe schon in Majora's Mask die Bomber gehasst. Die sind jetzt quasi nichts anderes als die Bomber. Im Grunde genommen. Das will ich aber in dieser Folge gerne noch schaffen. Ich glaube, dass wenn ich. Ja, die Zeit ist eigentlich reif, um die Folge zu beenden. Und das mehr als das schon. Die ist schon voll reif und ich habe ja. Ich spiele Verstecken und hole mein Schwert raus. Jetzt die Frage, wo verstecken die sich, die Plagen? Vielleicht hier hinter? Man weiß es nicht. Bis 40 Minuten werde ich die Folge noch machen und dann das Ende, würde ich sagen. Dadurch 10 Minuten überzogen, das reicht dann auch, glaube ich. Ich habe hier die Zeit. Aha! Ja, sicher, der kann ja. Ah, okay. Kann ich auch. Komm. Hä, du. Mist. Ha. Ach, nö.
So, den ersten habe ich. Das war aber auch irgendwie ein bisschen abgedroschen, dass dahinter einer ist. Das Gute ist, die haben ja gesagt, die verstecken sich nicht in Gebäuden. Das finde ich nur fair, muss ich sagen. Das heißt, ich jetzt auch keinen anderen bisher. Ach hey, kann ja heiter werden. Ich suche. Wie gesagt, das mochte ich schon in Majora's Mask nicht mit den Bombern, die alles zu finden. Als ich das erste Mal damals gemacht habe. Obwohl die eigentlich gar nicht so schwer zu finden sind, muss man dazu sagen. Da sind sie echt nicht. Aber es ist halt doch nervig irgendwie. Ist die Frage, wo sind die anderen drei? Das sind ja vier kleine Strolche. Oder super kleine Strolche. Woran das nur angelehnt ist. Schlimm ist ja, ich habe erst einen gefunden und bin schon mit meinen Dateien am Ende, wo die sein könnten. Die andere Frage ist, wenn ich durch ein Gebäude durchgehen muss, um die zu finden. Was ist dann? Dann sind die ja quasi durch ein Gebäude durchgegangen. Da oben? Auf dem Baum? Ehrlich jetzt? Den kralle ich mir, den Kleinen. Wenn ich den Pfeil runterschießen muss. So, ich brauche mal Wind in die Richtung hier. Nee, und ich brauche mein Dekoblatt. Och nee. Ehrlich jetzt? Ja, verdammte Axt. Das gibt es doch nicht. Habe ich den nicht erwischt? Oh, das nervt mich jetzt. Das war auch so ein guter Versuch. Aber gut. Ist ja nicht, als hätte man nicht noch einen Versuch, ne? Hey, der ist immer noch oben. Wir schießen jetzt da runter. Geht nicht. Dann werde ich es nochmal versuchen. Ich muss den ja letztendlich kriegen, also bleibt mir keine andere Wahl, als es weiter zu versuchen. Boah, ist der mies, der Junge, ey. Sitzt auf der Baumkrone. Vielleicht geht es von hier besser. Mann! Verdammt! Ach komm ey, das muss doch machbar sein, den zu kriegen. Vor allem stand ja schon auf dem Baum selbst drauf jetzt gerade. Ich verstehe nicht, warum der nicht runterspringt und wegrennt. Normalerweise hätte das ja machen müssen. Ey, Kollege. Der gehört doch zu denen, oder? Ja, den muss ich mit meinem Hinterkopf behalten. Warum auch immer ich der nicht wegrennt, oder? Der gehört ja doch dazu. Da bin ich mir. Ach, keine Ahnung. Sicher bin ich mir da auch nicht, aber. Naja, wie auch immer. Ich suche einfach mal weiter. Irgendwo müssen die anderen ja sein. Aber gut zu wissen, dass die auch irgendwo auf Bäumen sitzen können. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie kriege ich den dann da runter, wenn der es wirklich ist? Ich kann ja schlecht den Baum fällen. Gut, dann wissen wir wohl schon, was wir in der nächsten Folge machen werden. Denn wir werden dann die letzten drei von den super kleinen Strollchen suchen. Und ja, für diese Folge würde ich mich dann verabschieden nach 10 Minuten Überlänge.
Aber muss auch mal sein, finde ich, wenn man gerade so im Modus ist, wo man einfach nur zocken möchte und gerade Spaß hat. Aber man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Und daher beende ich die Folge jetzt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda The Wind Waker wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.